Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Das neue Jahr 2020 hat begonnen und ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz innehalten und Ihnen erzählen, was ich vorhabe, was ich im nächsten halben Jahr für Literatur besprechen möchte. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich in dieser Season moderne Literatur noch 1945 besprechen werde. Und das wird auch der Fall sein. Ich werde Autoren Ihnen vorstellen, die aus der Tschechoslowakei kommen, aus der Türkei, aus Korea, aus Deutschland, aus Frankreich. Internationale Literatur, die mir aufgefallen ist, die mir am Herzen liegt und die ich Ihnen gern vorstellen möchte und für die ich Ihnen einen Zugang bieten möchte. Ich habe vor, in den nächsten 3 Monaten aber auch Texte zu behandeln, die vor 1945 geschrieben worden sind. Ich mache ein paar Ausnahmen. Ausnahmen, die vor allem die klassische Moderne betreffen. So werde ich in dem nächsten Mal, die beiden nächsten Male, werde ich einen Text von Franz Kafka besprechen. Im März wird auch ein Text von Rilke dabei sein. Ich habe einen wunderbaren Text eines koreanischen Lyrikers, Dong Yu, den ich Ihnen unbedingt vorstellen will. Und wenn wir uns mit Roland Barthes unterhalten und seine Gedanken zu Momenten einer Sprache der Liebe anschauen, dann werde ich auch auf Literatur zurückgreifen, die sehr weit in unserer Geschichte zurückgehen, zum Beispiel bis in die Zeit von Dante Alighieri und die mir einen Kommentar zu den Gedanken von Roland Barthes darzustellen scheinen. Das nächste Mal möchte ich, wie gesagt, einen Kafka-Text behandeln vor dem Gesetz. Ich werde ihn das nächste Mal erstmal vorlesen und das übernächste Mal möchte ich ihn dann ausführlich interpretieren. Und in diesem Text geht es um einen Mann, der auf der Suche ist, auf etwas hofft, auf Erhellung, auf Aufklärung hofft, der sein ganzes Leben damit verbringt, auf diese Aufklärung, auf diese Unterrichtung zu warten und am Ende seines Lebens feststellt, dass das nicht in Erfüllung gehen wird. Die Frage ist eben, hat er sein Leben vergeudet, indem er darauf gewartet hat oder nicht? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, mit der wir uns dann auseinandersetzen müssen. Zeit vergeht in dem Text und jetzt ist Jahreswechsel. Ich habe auch mal nach 2 kleinen Texten gesucht, die mit dem Thema Zeit sich beschäftigen. Ich habe 2 sehr erhellende, auch spannende und auch lustige Texte gefunden. Einer stammt von Günter Eich, einem deutschen Lyriker und Hörspielautoren, und er schreibt Folgendes. Endlich weiß man, was Zeit ist. Solange man auch trödelt, es wird nicht früher. Das ist ein sehr netter Text, der aber einen heftigen Widerspruch erfahren hat von Woody Allen. Woody Allen ist vollkommen anderer Ansicht und sein Text lautet folgendermaßen. Ich werde mich umbringen. Vielleicht sollte ich nach Paris fliegen und vom Eiffelturm springen. Dann bin ich sicher tot. Da fällt mir ein, wenn ich die Concorde nehme, wäre ich sogar 3 Stunden früher tot. Eine ausgezeichnete Idee. Oder nein, noch anders. Wenn man die Zeitverschiebung einrechnet, könnte ich 6 Stunden in New York leben und 3 Stunden in Paris tot sein. Ich könnte noch einiges erledigen,
während ich tot bin.